Guten Tag, liebe Vollmondsüchtige und wegen Vollmonds schlecht geschlafen Habende. Hier ist die Sonntagsausgabe von Indubio am 19. Dezember 2021. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und ich habe heute gleich zwei weihnachtliche Ratschläge für Sie. Der erste hat mit dem Schlafen zu tun und heißt Königsschlaf. Unter diesem Namen finden Sie ein paar wunderhübsche Ferienwohnungen in Konstanz, so sagen die norddeutschen Nachrichtensprecher, die nicht wissen, dass es Konstanz heißt, also in Konstanz am Bodensee. Ferienwohnungen, die ideal sind für eine kleine Auszeit, auch und sogar im Winter. Die Wohnungen liegen nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und so zentral, dass Sie die ganze Altstadt, die vielen Geschäfte, Cafés und Restaurants zu Fuß erkunden können. Und auch nur wenige Schritte sind es, um über die Grenze in die Schweiz zu laufen. Die Königsschlaf-Ferienwohnungen finden Sie in allen Suchmaschinen und unter www.königsschlaf.de. Königsschlaf natürlich mit OE geschrieben. www.königsschlaf.de. Und mein zweiter Tipp betrifft das Fotobuch Freiheit in der Krise. Diesen 5 Pfund schweren Bildband für alle, die im offenen oder heimlichen Widerstand gegen den Corona-Maßnahmen-Terror der Regierung sind. Der Fotograf Alexander Heil hat 48 prominente Ärzte und Publizisten abgelichtet, die in diesem allgemeinen Corona-Wahn für Aufklärung und Freiheit sich engagiert haben. Etliche davon haben Sie auch schon in meinem Podcast gehört und einer ist jetzt gleich dabei, wie Sie merken werden. Das Buch kostet 44,80 Euro und ist bestellbar über die Webseite freiheit-in-der-krise.de. Freiheit in der Krise mit Bindestrichen geschrieben. Und wenn Sie es sofort bestellen, haben Sie noch eine Chance, dass es bis Freitag, den 24. ankommt und Sie es zu Weihnachten verschenken können. Naja. Sonst eben zu Ostern. Wobei Ostern ja umbenannt wird in Boostern. Also nach Weihnachten kommt jetzt Boostern. Das ist das neue Normal. Und was sonst noch alles normal ist, das bespreche ich jetzt mit meinen Gästen, der Schriftstellerin und Publizistin Cora Stephan, dem Literaturkritiker und Buchautor Walter van Rossum, sowie heute zum ersten Mal dabei Ulrich Vosgerau, Jurist und Hochschullehrer mit den Fachgebieten Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Allgemeine Staatslehre. Oder um es mit der deutschen Außenministerin zu sagen, er kommt vom Völkerrecht her. Herr Vosgerau, mir hat ein Hörer namens Lukas geschrieben, weil er juristischen Rat sucht, da es aktuell auf allgemeinen Impfzwang hinausläuft und dieser für Pflegekräfte ja schon festgelegt wurde, möchte Lukas wissen, was kann man machen und wie kann man sich wehren? Wie soll medizinisches Personal vorgehen? Also besser selber kündigen oder sich kündigen lassen und wie kann man sich gegenseitig helfen? Sie waren ja vor kurzem Sachverständiger im Bundestagsausschuss und dort mit dieser Problematik befasst, glaube ich. Vielleicht können Sie, Lukas, etwas sagen? Ja, gern. Auf keinen Fall als betroffene Pflegekraft selber kündigen. Das ist natürlich Unsinn, dann ist man ja raus aus der Nummer. Sondern wenn wir auf der arbeitsrechtlichen Schiene sind, auf jeden Fall die Kündigung abwarten. Gegen die Kündigung dann eben zum zuständigen Arbeitsgericht die Kündigungsschutzklage einreichen, gerichtet auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis fortbesteht. Da kann man sich selber vertreten. Man kann sich auch von einem Rechtsanwalt, speziell einem Fachanwalt für Arbeitsrecht vertreten lassen, was wahrscheinlich ratsam sein dürfte. Und im Rahmen des arbeitsgerichtlichen Verfahrens sollte man von Anfang an darauf dringen. Das heißt, man muss es anregen, man kann es nicht beantragen, dass das Arbeitsgericht das Verfahren aussetzt und dem Bundesverfassungsgericht nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz im Wege der konkreten Normenkontrolle die Frage vorlegt, ob nicht das Gesetz, das den Pfleger ab dem 15. März 2022 dazu verpflichtet, sich eben impfen zu lassen, also Paragraph 20a, neue Fassung des Infektionsschutzgesetzes, ob das nicht verfassungswidrig ist. Das wäre also die arbeitsrechtliche Schiene. Und davon einmal abgesehen, ist jeder Bürger, der von diesem neuen Paragraphen 20a Infektionsschutzgesetz betroffen ist, weil er eben eine Pflegekraft ist oder ein Arzt ist oder anderweitig in einem Krankenhaus oder in einem Altersheim oder in einer sonstigen Heil- und Pflegeeinrichtung, Tagesklinik und so weiter arbeitet, Arztpraxis, Zahnarztpraxis, ist eben berufen und berechtigt, gegen diese Neufassung des Infektionsschutzgesetzes die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
zu erheben. Auch dafür muss man nicht anwaltlich vertreten sein. Das kann man selber machen. Wenn man, es ist also nicht so, dass man erst den Rechtsweg erschöpfen muss, denn das Gesetz verpflichtet ja die Pflegekräfte unmittelbar dazu, sich impfen zu lassen. Da sind keine weiteren Vollzugsakte mehr erforderlich. Und wenn man eben die Verfassungsbeschwerde erheben will, wozu man keinen Rechtsanwalt haben muss, wäre es natürlich sinnvoll, wenn man sich erstmal ein Bundesverfassungsgerichtsgesetz besorgt und vielleicht auch eins der gängigen Lehrbücher zum Thema Verfassungsrecht Römisch II, die Grundrechte. Man sollte darauf achten, dass dieses Lehrbuch, was aber gängig ist, es geht auch ein Skript etwa von einem Repetitor, dass das hinten einen Teil hat, speziell über die Verfassungsbeschwerde und etwa die Zulässigkeitsverfassung. Okay, Herr Vosgerau, ich sehe schon Pflegerinnen aus irgendeinem Krankenhaus, die, wenn sie zwischen den vielen Tränen, die sie im Augenblick weinen müssen, mal kurz hervorgucken, dass sie sich dann diese Werke, die Sie gerade da genannt haben, besorgen und durcharbeiten. Also ehrlich gesagt halte ich das für eher unwahrscheinlich. Aber den Rat, den Sie gegeben haben, den haben wir aber natürlich verstanden. Sie können auch einen beliebigen Rechtsanwalt natürlich beauftragen. Der ja, das natürlich. Aber darf ich dazu was Walter fragen? Rossum. Ich habe nämlich immer gehört, dass es also sozusagen hunderte von solchen Anträgen gibt, die werden schlicht und einfach nicht bearbeitet. Stimmt das so? Also das galt jetzt für die bisherigen Verfassungsbeschwerden. Vor allem gegen die Bundesnotbremse. Und was die Bundesnotbremse anbetrifft, da sind ja jetzt 9 Verfahren entschieden worden. Es sollen auch schon 700 Verfahren erledigt sein. Nun ist es so, die allermeisten Verfassungsbeschwerden werden in der Tat gar nicht erst zur Entscheidung angenommen. Oft sind sie eben auch unzureichend begründet. Aber im Rahmen der Bundesnotbremse hat ja gerade das Bundesverfassungsgericht am 30. November 2 Beschlüsse verkündet, in der eben über 9 Verfassungsbeschwerden endgültig entschieden worden ist. Und das war eben über allermaßen enttäuschend. Und da fragte man sich im Nachhinein in der Tat, warum das so lange gedauert hat, weil das Bundesverfassungsgericht sich ja einfach nur die Regierungslinie zu eigen gemacht hat. Naja, weil die so lange gebraucht haben, um Argumente zu finden, um sich taub zu stellen. Ne? Und es war auch bezeichnend, dass die kritische Sachverständige überhaupt nicht angehört haben, was sofort aufgefallen wäre, wenn die ein öffentliches Verfahren gemacht hätten, was eigentlich üblich ist, wenn man Sachverständige anhört. Hier haben sie die nur so angehört, haben ein Verfahren ohne mündliche Verhandlung gemacht, also durch Beschluss entschieden. Genauso übrigens auch schon wie beim seinerzeitigen Klimaschutzbeschluss. Und auch da wurden ja nur die Sachverständigen angehört, die also garantiert auf Linie liegen. Das war hier die Schwäche. Aber wir sind jetzt in einer neuen Runde. Wir haben jetzt die zweite Welle sozusagen. Und die zweite Welle von Verfassungsbeschwerden wird jetzt eben gegen 20a des Infektionsschutzgesetzes gerichtet. Und da müssen wir mal sehen, was passiert. So, und weil Sie schon gerade so schön am Reden sind, frage ich nochmal nach Ihrem Auftritt da vor dem Bundestagsausschuss. Mit was waren Sie denn da genau befasst? Da ging es um die Impfpflicht, ne? Genau, ich war als Sachverständiger im Hauptausschuss des Deutschen Bundestages. Das ist deswegen der Hauptausschuss, weil es bisher noch keine richtigen Ausschüsse gibt. Die bilden sich jetzt erst, das war am 8. Dezember. Und ich habe eigentlich sehr viel Erfahrung als Sachverständiger für Verfassungsrecht in solchen Anhörungen beim Bundestag und auch beim Landtag. Aber dies hier war nun wirklich eine surreale Veranstaltung. Das habe ich so noch nie erlebt. Es waren also an die 50 Sachverständige insgesamt da. Deswegen kamen die auch gar nicht alle zu Wort. Und ich habe da also unsere immunbiologische und modellierungsmäßige Elite gesehen. Die waren da alle versammelt. Und die Meinung war in der Tat ziemlich einhellig. Ich war in der Tat der einzige Sachverständige, der überhaupt die Impfpflicht, eben die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Pflegepersonal, ein wenig kritisch gesehen hat. Ein einziger Kollege aus Münster, auch Jurist, Hinak Wissmann, hat immerhin angedeutet oder hat so getan, als wenn es ihm schwer fiele, dafür zu sprechen, aber er hat dann auch keine Vorbehalte gehabt. Ich war der einzige von 50, der überhaupt gewisse Vorbehalte geltend gemacht hat. Ich kann die gleich nochmal erläutern. Was ich vor allem faszinierend fand, dort mal zu sehen, ist, dass also unsere Modellierer und Infektionsexperten, zum Beispiel Christian Karadjanidis oder Michael Meyer-Hermann oder Viola Priesemann oder Kai Nagel, ja, die waren dort alle da. Und es war eben zu sehen, dass die also wirklich agieren wie eine Schulhofklique. Die scheinen untereinander sehr eng befreundet zu sein. Die duzen sich alle voller Zärtlichkeit, widersprechen sich auch niemals. Es wird, wenn man sie zusammen sozial agieren sieht, hat man schon den Eindruck, die würden sich als Wissenschaftler schon deswegen nie widersprechen untereinander, weil sie dafür persönlich viel zu eng zu sein scheinen. Und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, wenn man als Experte eingeladen ist. Da soll man eher auf die Fehler und auf das Zweifelhafte beim anderen aufmerksam machen. Also es war wirklich zu sehen wie eine zusammenhaltende Schulhofklique. Und als aber ich dann war das nicht bei den Juristen genauso? Denn Sie haben ja berichtet, 48 zumindest von den 50 scheinen ja genauso zu ticken.
Die Juristen haben es im Ergebnis auch befürwortet. Aber wir haben jetzt unter den Juristen, das scheint eine andere Fachkultur zu sein, unter den akademisch tätigen Juristen sind auch gelegentlich manchmal Leute befreundet. Aber es ist nicht so eine Zärtlichkeit. Ja, es ist dieses dauernde demonstrative Duzen und dieser geradezu liebevolle Umgang miteinander ist zwar süß zu sehen. Das machen Juristen jetzt eher nicht. Diese bemühen sich um eine größere Kühle. Nun ja, und dann ging es weiter, als ich dann schon ziemlich gegen Ende der Sitzung dann dran war. Und dann eben herausarbeitete, es gäbe im Staatsrecht schon eine herrschende Meinung dahingehend, dass eine jedenfalls einrichtungsbezogene Impfpflicht wohl am Ende verfassungsrechtlich möglich sein sollte, dass ich aber daran kritisiere, dass ich den Verdacht habe, also die Kollegen haben sich nicht hinreichend mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass es hier bei der jetzt geplanten Impfung ja keine herkömmliche Impfung ist, also was man 150 Jahre lang unter Impfung verstanden hat, also diese Totstoffimpfung oder Totimpfung, sondern dass es sich um ein neuartiges Verfahren handelt, was nach den herkömmlich geltenden Maßstäben eigentlich als prophylaktische Gentherapie bezeichnet werden müsste. Nun muss ich gleich dazu sagen, rein rechtlich ist es so, bereits 2009 hat der Gesetzgeber aus Anlass nämlich damals der Schweinegrippe, wo man ja auch schon massenhaft Impfstoff besorgt hatte, der dann in Deutschland niemals verimpft worden ist zum Glück. Und in Schweden hat man ihn dann verimpft und da kam es dann in der Tat zu diesen Narkolepsiefällen bei jungen Leuten. Also schon damals aus Anlass der Schweinegrippe ist das Arzneimittelgesetz geändert worden und die haben da jetzt reingeschrieben, damals schon, dass eine prophylaktische Gentherapie, wenn sie denn dieselben Zwecke erfüllen soll, die herkömmlicherweise die Impfung erfüllt, also die Impfung faktisch ersetzt, dann eben auch rein rechtlich als Impfung bezeichnet wird. Aber das ist kein besonders starkes Argument, dass der Gesetzgeber es so nennt. Für die Frage der Verfassungsmäßigkeit kommt es ja auf die Sache selbst an, zu der man gezwungen wird und nicht auf ihre Bezeichnung durch den Gesetzgeber neuerdings. Und das, finde ich, macht eben einen Unterschied, ob man zu etwas gezwungen wird, was im Großen und Ganzen ein bewährtes Verfahren ist seit 150 Jahren, wo es ganz lange Erfahrung mit gibt, oder ob man zu etwas gezwungen werden soll, was im Grunde noch in der Experimentalphase ist und wo man die Langzeitfolgen nicht ganz genau kennt und wo schon erste Hinweise jedenfalls dafür da sind, dass die möglicherweise gravierender sind als allgemein behauptet. Na klar. So, und das habe ich eben so ausgeführt. Und während ich das tat, erlebte ich was ganz Merkwürdiges. Man sieht, wurde alles per Internet durchgeführt mit diesem Internetprogramm des Bundestages, nicht per Zoom. Und dann beobachte ich, dass die Alena Büchs, ja, bekannt aus Funk und Fernsehen, die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, also früher Nationaler Ethikrat, während ich sprach, begann die Faxen zu machen. Also die schnitt Grimassen und machte da irgendwelche Faxen. Die versuchte also sozusagen ihrer Clique mit nonverbalen Mitteln mitzuteilen, was das denn für ein Unsinn ist, den ich da erzähle. Das heißt, nicht nur, dass die deutsche Corona-Politik und die Corona-Modellierung offenbar von einer Art Schulhof-Clique gestaltet wird, sondern im Rahmen der Politikberatung werden auch die klassisch bewährten Methoden des Schulhof-Mobbings angewendet und das scheint erstaunlich gut zu funktionieren. Also das hat mich wirklich gewundert. Es wundert einen gelegentlich, das ist ja wirklich die Alena Büchs, also Vorsitzende Deutscher Ethikrat, das ist ja wirklich die erste Reihe in der Bundesrepublik, was wir doch da teilweise jetzt für ein Personal haben und wie man sich dort durchsetzt. Cora, bleibt einem ein bisschen die Luft weg. Das ist die Infantilisierung der Gesellschaft. Ja, allerdings. Meine Güte, dachte ich auch. Ja. Unfassbar. Ja, das Personal, das wir da haben. Und mir fällt wieder unser lieber Bundeskanzler ein, der Herr Schulz, der unter anderem mich als extremistisch bezeichnet hat. Oh ja, in seiner Regierungsantrittsrede. Ja. Ja. Wir werden es uns nicht gefallen lassen, dass eine winzige Minderheit von enthemmten Extremisten, da habe ich sofort an dich gedacht, Cora. Ja, ne, genau. Also ich fühlte mich angesprochen, also endlich wieder radikal dabei. Und Fleischhauer hat mal nachgerechnet, hat mal geguckt, wie ist es denn, wie groß ist denn diese radikale Minderheit, diese extremistische, diese ungeheuer gefährliche, die hier Menschenleben gefährdet, nämlich die Ungeimpften. Wenn man die Kinder, die unter 18-Jährigen abzieht, sind es etwa 12 Millionen. Etwa so viele, wie die SPD gewählt haben. Da stehe ich dann wirklich da und denke, hey, was ist denn das? Da brüllt die Maus, die macht sich groß und dick und breit. Aber was steckt denn dahinter? Hinter diesem gespreizten Getue? Ich meine, bei den Grünen ist es ja noch schlimmer. Die glauben hier wirklich, sie können jetzt durchregieren und gestalten und die Wirklichkeit gestalten. Das ist besonders hübsch. Man müsste die Wirklichkeit ja erstmal erkennen. Das wäre hilfreich. Dieses aufgeblasene, es irritiert mich komplett und ich muss gestehen, es irritiert mich nicht nur, ich bin auch langsam entsetzt. Und was Herr Vosgerau erzählt hat, das passt dazu. Kindergarten, wo man nur hinguckt. Sie machen sich größer, als sie sind, diese Zwerge. Also zum Kindergarten habe ich gleich noch was beizutragen, aber jetzt wollte ich gerne von Walter van Rossum mal kurz hören, weil
Da ist immer von einrichtungsbezogener Impfpflicht die Rede und mich friert's ein bisschen an den Socken, wenn ich Einrichtung höre. Mein Vater ist zum Beispiel in so einer Einrichtung, ne? Also eine Einrichtung, das ist jetzt das modern deutsche Wort für Pflegeheim oder Altersheim, sind alles Einrichtungen. Und sind Krankenhäuser eigentlich auch Einrichtungen? Ich weiß es gar nicht, aber du warst... Das ist doch besser als Anstalt. Ja. Also. Ja, Walter, du warst leider, darf man es sagen, kürzlich tatsächlich in einer Anstalt oder in einer Einrichtung, jedenfalls in einem Krankenhaus. Auch, ja. Wegen eines positiven PCR-Tests, nehme ich an. Das hat ja im Augenblick jeder. Das war mehr als ein positiver PCR-Test. Ich habe das immer Kopfschuss genannt. Und das ist sehr merkwürdig, weil sozusagen mit einem respiratorischen Syndrom oder Infekt gar nichts zu tun hatte. Man hat versucht, mir irgendeine Lungenentzündung mit einer bakteriellen Superinfektion anzuhängen. Aber da ist irgendwie nichts von zu merken, obwohl ich vorerkrankt bin. Also ich würde das schon, würde schnell aus der Puste kommen. Ich habe eine Herzinsuffizienz und Asthma. Und all so ein Zeug, was man hat nach einem Leben, zu langen Leben, was nicht so ganz geschützt vonstatten ging. So, und also zu langen und zu guten Leben, ja. Ja. Und also eine Menge Raubbau. Und egal. Und ich war weggeschossen und das hat damit zu tun, dass ich zu wenig getrunken habe und im Kopf getroffen, aber nicht irgendwie in den Regionen, von denen immer behauptet wird. Es gibt ja so einen Katalog von Symptomen, die merkwürdigerweise also alle von einer unglaublichen Allgemeinheit sind, von Hüsteln, Halsschmerzen, Fieber, sonst was. Und dann eigentlich gibt es nur 1% mit Pneumonie. Aber Pneumonie müsste man ja eigentlich ein bisschen merken. Und vor allen Dingen, wenn sie noch eine bakterielle Superinfektion da drauf ist, dann wird es eigentlich eher ungemütlich. Ich habe nicht mal gehüstelt. Aber das ist genau diese Art von Kopfschuss, die jetzt von der ich überall höre. Also ich kenne exakt keinen Menschen, der Atemschwierigkeiten gehabt hätte oder Ähnliches oder Halsschmerzen oder sonst was. Doch, meine Freundin, die hatte den Verlust von Geschmack und Geruch und hat es noch, aber sonst gar kein bekanntes Symptom. Das war schon sehr merkwürdig oder ist sehr merkwürdig, weil man ja irgendwie das alles etwas anders kommuniziert. Ansonsten war es schrecklich im Krankenhaus. Man wird als Ungeimpfter, als Staatsfeind behandelt und das fängt damit an, dass der Krankenwagen, der dann kommt, dann stand der Fahrer vor mir und sagt, der braucht doch ja nicht ins Krankenhaus. Da konnte ich zwar kaum mehr auf den Beinen stehen und dann ging das weiter, dass mir irgendeine ähnlich geistreiche Gestalt aus diesem Transportwesen sagte, was ist das denn hier, nicht geimpft, dann ins Krankenhaus. Und so ging es im Krankenhaus weiter, da hat sich kein einziger Arzt je irgendwie mal vorgestellt oder sonst was, sondern immer nur gedroht, dass mir jetzt alles Mögliche drohte an Verschlimmerungen und sonst was, war aber keine Rede von. Und es ist ein deutlich unhöfliches und unsympathisches Verhalten. Also ich hatte das Gefühl, da wird Politik abgearbeitet und nicht Gesundheit. Das war schon sehr irritierend, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und im Krankenhaus selber gibt es auch keine ungeimpften Pflegekräfte mehr oder sind, die sind ja zum Teil jetzt alle in der Not, dass sie sich überlegen, ich will weglaufen, ich will dem entgehen. Hier heißt es schon keine Sonderzahlung an ungeimpfte Pflegekräfte, also da kriegen sie schon mal eine Abstrafung. Und auf der anderen Seite gibt's ja dann diesen Fall, ein geboosterter Klinikmitarbeiter, wo war das? In Hamburg, glaube ich. Geboosterter, also der hat schon alle Schüsse, die man nur kriegen kann, alle Piekse und wie das so verniedlichend immer gesagt wird, die hat er schon gekriegt, aber hat 8 Patienten angesteckt. Also wir wissen ja, dass es relativ wenig schützt, ne? Und die Zahlen zeigen ja, dass trotz aller Trickserei, trotz aller unglaublicher Trickserei, ganz vorne in der Parade marschiert Söder, der wirklich mit falschen Zahlen operiert hat. Tschentscher in Hamburg auch, nicht? Also da werden alle als ungeimpft erklärt, über den Impfstatus man nichts weiß. Das ist natürlich sehr geschickt. Das ist wirklich der Witz, dass man den Impfstatus angeblich nicht kennt und danach berechnet, wie effektiv die Impfung sein soll. Also das RKI behauptet, den Impfstatus von einem Viertel aller Leute auf den Intensivstationen zu kennen. Und allein diese Zahlen sind schon erschreckend, wie viele Leute über 60 an Impfdurchbrüchen da sterben. Aber das ist eben nur ein Viertel. Und das ist schon sagenhaft. Ich frage mich nur, wie Sie wissen wollen, wie das Personal, ob die alle geimpft sind. Und vor allen Dingen, wie viele Leute sind das, die sich da von den pflegerischen Kräften nicht impfen lassen wollen? Also wenn das in irgendeiner, sagen wir mal, Größenordnung von 5-10% ist, dann können Sie nun wirklich endgültig die Krankenhäuser zumachen und die Pflegestationen. Und da frage ich mich wieder, ist es Dummheit? Dafür gibt es Anlass, davon auszugehen. Oder ist es berechtigt?
Rechnung. Also, dass sie wirklich einen Notstand herbeiorganisieren durch diese Impfpflicht. Denn es muss einige Leute, ich kenne sogar zufällig einige Leute, die sich auf keinen Fall impfen lassen werden. Ich bin mittlerweile der Meinung, das ist Berechnung. Es kann gar nicht anders sein. Es wird das Augenmerk auch nicht darauf gerichtet, Medikamente zu entwickeln oder zu empfehlen, die den Verlauf abflachen könnten. Nein, nein, es muss geimpft werden. Naja, jetzt kommt, das stimmt nicht ganz, Cora, jetzt kommt ja Pfizer um die Ecke mit irgendwelchen Stoffen, die auf den Markt geworfen werden sollen und die also den Ängstlichen jetzt die Kröten aus der Tasche entlocken. Ich finde es übrigens, weil gerade von, wie hast du Scholz genannt, die bellende Maus oder so? Die Maus, die brüllte. Ich finde es ganz charmant, dass die SPD auf ihrer eigenen Webseite sich also bei Pfizer bedankt für das Sponsoring des Parteitags. Ne? Ja, und es noch darüber hinaus haben ja auch Wirtschaftsunternehmen massiv Reklame gemacht für die Impfung, haben ihre Werbekampagnen abgeändert. Und das ist schon ein auffälliger Zug. Und nochmal zurückzukommen kurz auf die Regierungserklärung von Scholz. Es fällt ja wie so oft dieser projektive Zug auf. Also wenn er sagt, es gibt eine kleine Minderheit von Extremisten und die versuchen der Mehrheit uns ihren Willen aufzuzwingen, dann merkt man ja, dass es durch und durch projektiv, psychologisch gesehen, weil es ja nicht darum geht, dass die Ungeimpften versuchen, irgendwas zu erzwingen. Die wollen ja nur in Ruhe gelassen werden. Und die versucht man eben zu etwas zu zwingen. Und das wird dann so umgedreht. Das ist ein, wie mir scheinen will, ein auch postdemokratisches Merkmal. Und für die Entstehung einer Postdemokratie spricht eben auch diese eigenartige Beobachtung, dass Wirtschaftsunternehmen auf einmal kollektiv Reklame machen für den Regierungskurs. Das gab es früher nicht. Früher waren Wirtschaftsunternehmen eigentlich immer unpolitisch, weil die ja mit allen Geschäfte machen wollten und die konnten sich schon deswegen nicht für die Regierung aussprechen, weil ja 49% eigentlich immer Opposition waren. Das ist heute anders. Wir haben heute kaum mehr Opposition und auch die Wirtschaftsunternehmen machen dann Reklame für die Ziele der Regierung. Da sehen wir also große Veränderungen, die auch besorgniserregend sind. Woolworths ist ausgebrochen. Woolworths ja? Hat gesagt, mit uns nicht 2G. Ja? Wenigstens das, ja. Es sind zu wenige, die sagen, so geht das nicht. Viel zu wenige noch. Apropos Kindergarten und die Verhältnisse im Bundestag. Habt ihr gesehen, dasselbe Spiel wie vor 4 Jahren geht wieder los. Man möchte nicht neben den Abgeordneten der AfD sitzen, also der bedeutendsten Oppositionspartei. Ne? Herr Vosgerau, Sie haben ja gerade von Opposition gesprochen. Die gibt es ja immerhin. Aber also schlimmer als die Sitzverteilung ist die Sache mit den Ausschussvorsitzenden. Das ist wirklich ein Bruch mit dem Demokratieprinzip. Denn der Umstand, dass jede Bundestagsfraktion Recht hat, auch auf Vorsitzende in bestimmten Ausschüssen, ist ja nicht irgendwie dummer Zufall oder ein Gnadenrecht der konkurrierenden politischen Kräfte, sondern es ist ja wirklich das Ergebnis der letzten Bundestagswahl. Es ist nicht das unmittelbare Ergebnis, weil Ausschussvorsitzende nicht zur Wahl standen, aber es ist das mittelbare Ergebnis und aber jedenfalls das Ergebnis, dass die Opposition gleichmäßig beteiligt wird. Deswegen wurden früher Ausschussvorsitzende eigentlich nie gewählt. Das war ein informaler Akklamationsakt und es war immer anerkannt, dass die Fraktionen, eben anders als beim Vizepräsident, der schon immer formell durch das gesamte Haus gewählt werden musste, auch durchaus in geheimer Wahl, es war immer feststehend, dass die Ausschussvorsitzenden im Rahmen dieses Zugriffsverfahrens von ihren Fraktionen ganz einfach benannt werden können. Auch ob es eine Abwahl geben kann, verhaltensbedingt im Nachhinein, ist eine verfassungsrechtlich bislang ungeklärte Frage. Nee, das ist wirklich skandalös. Ja, mit diesem Sitzen rechts und links, also das Thema rechts und links interessiert mich immer schon. Da wollte ich auch noch mal ein ganzes Buch schreiben, bin ich bisher noch nicht zu gekommen, habe aber mal einen Vortrag gehalten beim Hayek Club Berlin. Das ist ja mal historisch entstanden. Rechts an der Rechten des Gastgebers sitzen, zur Rechten des Präsidenten sitzen, das war ja eigentlich eine Auszeichnung. Und deswegen haben sich früher in den ältesten Parlamenten die Adligen und diejenigen, die also den König unterstützten und die Legitimisten waren und die sozusagen staatstragend waren, die haben sich immer wie selbstverständlich auf die rechte Seite gesetzt. Das war früher eine große Auszeichnung. Und die anderen, die Revolutionäre, saßen auf der linken Seite. Und so ist eben diese Gesäßgeografie dann entstanden. Heute machen meines Erachtens diese Begriffe rechts und links gar keinen Sinn mehr, weil es beide politische Richtungen ja nicht mehr gibt. Es gibt also keine Legitimisten, die sagen, der König ist doch letztlich von Gott erwählt und ich weiß gar nicht, warum ein Parlament das besser machen sollte. Es gibt aber auch nicht mehr die Arbeiterbewegung und ihre politischen Vertreter. Die heutige politische Linke hat sich ja von den Arbeitern restlos losgesagt und macht heute Identitätspolitik. Deswegen gibt es das eigentlich nicht mehr. Rechts ist heute so unglaublich tabuisiert und gilt nicht mehr als Auszeichnung, wo der Adel sitzt, eben natürlich wegen des historischen Nationalsozialismus,
Aber auch das ist völlig verrückt, denn kein Zeitgenosse hätte die Nationalsozialisten für politisch rechts gehalten, sonst hätten sie auch gar nicht den Erfolg gehabt. Politisch rechts war eben Stauffenberg, das waren so die Vertreter auch des ostelbischen Adels. Die einzige Seite, die jemals die Nationalsozialisten als rechts bezeichnet hat, was schon damals eine Beschimpfung sein sollte, waren die Kommunisten. Die Kommunisten waren damit so ein bisschen überfordert, weil Marx und Engels nichts über den Faschismus sagen. Deswegen wussten sie nicht genau, wie sie es einordnen sollten und sagte dann irgendwie, das ist rechts, das sind die Vertreter der alten Mächte, was sie gar nicht so sehr waren, des Kapitalismus. Und in der Folge der Kulturrevolution, eben seit der 68er Zeit, haben wir heute die Schwäche, dass wir uns alle in der Sprache der Kommunisten über Politik unterhalten. Auch wenn wir eigentlich ganz anders denken. Und das schafft so diese eigenartige Begriffsverwirrung, dass rechts dann eben irgendwie ein Schimpfwort sein kann. Übrigens, dass es ein Schimpfwort ist, liegt wiederum an den Wandlungen der politischen Linken. Ursprünglich war die politische Linke ja eine prokonsumistische Bewegung, die eigentlich versprach, einen höheren Lebensstandard, mehr Konsum herbeizuführen. Seit 1945 hat sich etwa im Weltmaßstab herumgesprochen, dass es Massenwohlstand nur unter kapitalistischem Vorzeichen geben kann, weil es anders nicht funktioniert. Und seit diesem Umbruch ist eben die radikale Linke heute moralisch geworden. Ja, seither moralisiert sie und deswegen soll eben rechts etwas moralisch ganz Furchtbares sein. Das ist eine Begriffsverwirrung. Es ist ja nicht nur die Sprache der Kommunisten, um die es geht. Es ist ja, also mir kommt es immer vor wie die alte DDR-Strategie, also in der Bundesrepublik die Rechten, die Faschisten auszumachen. Der Kampf gegen rechts kommt sozusagen von der SED. Und dass das seit Rock gegen rechts, seit den 70er Jahren hier nun auch das Entscheidende, es ist schon früher so gewesen, aber dann auch noch sozusagen in der eher antiautoritären Jugend angekommen ist, dass der Kampf gegen rechts das Entscheidende ist überhaupt, das ist so verrückt und so wirklichkeitsfremd. Und nun kommt unsere neue Innenministerin Nancy Faeser, die hoffentlich bald Ministerpräsidentin in Hessen wird, und sagt, das Entscheidende ist der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Ja. Nein, es gibt nichts anderes. Es gibt keinen gewalttätigen Islamismus, es gibt keinen Terror. In Hessen übrigens, wo ich wohne, hat man den Terror bekämpfen sollende SEK mal kurz abgewickelt, weil man unterstellte, dort würden irgendwelche rechten Devotionalien an den Wo ja nichts dran war. Da war ja nichts dran. Und es war da dran und es ist bis heute nicht ausgeräumt, diese Geschichte. Und diese Frau kommt nun an und sagt, das Entscheidende ist der Kampf gegen Rechtsextremismus, obwohl dies die Leute vor ganz anderen Sachen fürchten. Vor messertragenden jungen Männern und von Radikalen mit einer gewissen religiösen Kolorierung. Ja? Das ist so wirklichkeitsfremd, das ist unfassbar. Nun hat sie, da hat sie ja keine auf der Uhr gehabt als Innenministerin. Das war eine überraschende Besetzung. Und das spricht ein bisschen dafür, dass es eine Besetzung ist, dieses Postens, ähnlich wie Thomas Haldenwang beim Bundesverfassungsschutz und ähnlich wie Stefan Kramer beim Thüringer Verfassungsschutz, wo eben jemand nicht besetzt wird, weil er in irgendeiner Weise Fachmann wäre für Innenpolitik, sondern es geht wirklich um einen Fanatiker, also einen Fanatiker zu finden, der dann also diese ideologische Unbedingtheit mitbringt. Naja, oder um ihr den Weg ins Ministerpräsidentenamt. Okay, mag auch eine Rolle spielen, ja, dass die hoffen, dass in Hessen funktioniert. Also das wird sicher dazu führen, dass Telegram jetzt schon aufgibt. Wir werden nicht mehr über Telegram diesen Messenger-Dienst kommunizieren können, weil Frau Faeser möchte härter gegen Telegram vorgehen. Ich frage mich immer, wie sie das machen will. Sind das so Abschaltungsfantasien, wie Uschi von der Leyen das mal hatte? Da hatte sie ja mal so eine Kinderporn. Phase und militierte also ganz enorm für Internetsperren, von denen alle Fachleute, die ein bisschen IT-Wissen hatten, nur die Augen verdrehen konnten und sagten, also das geht nicht, was die sich da vorstellt. Das funktioniert technisch nicht. So ungefähr scheint mir der Vorschlag der Innenministerin Nancy Faeser zu sein, härter gegen Telegram mit Sitz in Dubai vorgehen zu wollen, oder? Ja, aber der Punkt ist ja, dass sie wirklich einfach um sich schlagen und irgendwas tun, als hätten sie was im Ziel, irgendeinen Feind, den müsste man jetzt noch beseitigen, dann wäre sozusagen der Flur bereinigt und dann könnte man so richtig loslegen. Diese Art von Besessenhaft oder von irrem Getue, die ist wirklich verblüffend. Also gegen was wollen die jetzt eigentlich vorgehen? Es ist ja auf der medialen Benutzeroberfläche sozusagen gar keine Stimme mehr da.
mit der man pluralistisch irgendetwas diskutieren könnte. Sie sehen noch irgendwelche Feinde in irgendeinem Underground und wollen die jetzt auch noch weghaben. Also dieser Quasi-Totalitarismus der Gesinnung, der da heute vor sich hin wabert, der ein geschlossener Kreislauf ist. Es gibt ja keinen Menschen mehr, der auf dieser Ebene sagen könnte, ach, man könnte das doch mal anders sehen. Wen wollen Sie eigentlich jetzt noch ausschalten? Die müssen ja die Hosen gestrichen voll haben. Ja, es ist die Angst der Eliten vor Kontrollverlust. Das spielt eine Rolle. Das scheint auch ein gutes Stück hinter der ganzen Corona-Geschichte zu stecken. Die Eliten haben sich einerseits zusammengeschlossen zu diesem eigenartig politisch-medialen Komplex, wo man nicht mehr zwischen Regierungslage und Opposition unterscheiden kann. Das ist irgendwie alles eins. Und die Restopposition, die es gibt, gilt dann eben als verfassungsfeindlich. Aber obwohl sie sich zusammengeschlossen haben, haben sie immer noch das Gefühl, sie haben die Kontrolle noch nicht, weil eben noch kommuniziert werden kann im Internet. Es ist immer dieser Wunsch der Eliten, die Kontrolle irgendwie total wieder zu gewinnen und eben auch die Kommunikation dann kontrollieren zu können. Ja, und es gibt ja auch immer noch dieses verdammte Indubio. Ja, zum Beispiel. Ja, aber die können doch rechnen. Die können doch rechnen. Die können rechnen, wer überhaupt nicht mehr zur Wahl geht, weil er zwischen Pest und Cholera nicht wählen will. Ausgegrenzt. Die zählen ja nicht. Dann haben wir jetzt die Ungeimpften, auch eine erkleckliche Zahl. Dann haben wir die Verblendeten, die die AfD wählen. Da ist ja die Frage, ob es da Übereinstimmung gibt. Das könnte sein. Wen wollen Sie denn noch alles ausgrenzen? Da bleibt ja irgendwann nichts mehr übrig, außer diese schlappen 12 Millionen, die die SPD gewählt haben. Hey, was ist das? Ja, man kann zwischendurch immer mal ein paar russische Diplomaten ausweisen. Ne? Ja, oh, Frau Baerbock war ganz hart vorgegangen. Und das bringt mich eigentlich meinem liebsten Kammertheater näher, das ich irgendwann mal erleben möchte. Ich würde wirklich richtig Geld ausgeben für eine Premierenkarte, nämlich Annalena Baerbock geigt dem russischen Außenminister Lavrov mal richtig die Meinung. Ja. Kann man nur noch lachen. Ja, Ulrich Vosgerau hat so einen schönen Parlamentsgeschichtsexkurs geliefert und bei der Gelegenheit habe ich hier gefunden, was ich gesucht habe, nämlich ein paar Zahlen, die verschiedene Parlamente vergleichen und das will ich rasch zum Besten geben. Also Russland, ja, hat 144 Millionen Einwohner und die Duma, das russische Parlament, hat 450 Abgeordnete. Das ist ja ungefähr so viel, wie auch der amerikanische Kongress hat, 435 Abgeordnete haben die dort bei deutlich mehr Einwohnern als Russland, bei 326 Millionen. Und jetzt kommen wir mal zu Deutschland. Deutschland hat 82 Millionen, also die Hälfte von Russland, ein Viertel von USA, aber 709 Abgeordnete. Also irgendwo müssen wir doch auch das anerkennen, dass wir Weltmeister sind. Und man hört immer, man müsse die Zahl der Wahlkreise verringern, um überhaupt die Chance zu haben, das Parlament zu verkleinern. Das stimmt gar nicht. Die einfachste Methode wäre, man muss mit dem Satz brechen, dass jeder, der die relative Mehrheit in seinem Wahlkreis gewinnt, damit automatisch Bundestagsabgeordneter ist. Das führt zu Ergebnissen, dass zum Beispiel in Berlin-Mitte die dortige Abgeordnete im letzten Bundestag mit 22% gewählt worden war und in Leipzig teilweise mit 25%. Das muss ja nicht unbedingt sein. Man könnte einfach sagen, dass jemand, der in einem Wahlkreis die relativ meisten Stimmen gewonnen hat, der wird zum Wahlkreiskandidaten ernannt und dann wird abgeschichtet, je nach Stimmenzahl, dass so viele Bundestagsabgeordnete jeweils in den Bundestag kommen, wie der Partei eben zustehen würden nach Zweitstimmen. Und dann könnten wir die gesetzliche Zahl von 598 Abgeordneten immer einhalten und hätten trotzdem die allermeisten Wahlkreise auch noch personell vertreten, nur eben die nicht, wo der stärkste Bewerber nur 25% bekommen hat. Das ist ein bisschen Ihr Steckenpferd, Herr Vosgerau, nicht wahr? Ich weiß, Sie haben sich damit mal sehr intensiv beschäftigt. Wahlrecht ist Ihr Thema. In der Tat, ich habe das ja mal als Gesetz aufgeschrieben, als fertigen Gesetzentwurf aufgeschrieben und dann hat eine kleine sympathische Oppositionsfraktion netterweise das auch im Bundestag eingebracht als Vorschlag. Und es ist in den Medien also nicht im Mindesten erwähnt worden, dass es diesen Vorschlag auch nur gibt. Das wird als nicht existieren. Ja, die kleine sympathische Oppositionspartei heißt AfD. Deswegen kann man ja trotzdem schreiben, was sie im Bundestag vorgeschlagen hat. Na klar. Also nur, dass ich es richtig verstehe, weil ehrlich gesagt diese Wahlrechtssachen, ich habe nie ganz durchgeblickt mit diesem D'Hondtschen Verfahren und so weiter, aber Sie sagen, also erstmal wird gewählt im Wahlkreis und es wird geschaut, wer hat dort die meisten Stimmen. Genau. Und der wird dann zum Wahlkreiskandidaten. Wie funktioniert das? Dann guckt man, wie viel Abgeordnete eine Partei in einem bestimmten Bundesland nach dem Zweitstimmenergebnis stellen können muss.
Und diese kommen dann rein, je nach ihrem Erststimmenergebnis im Wahlkreis. Okay. Da sitzen über 700 Leute in diesem Parlament und haben sich angewöhnt, dank Frau Merkel, die dafür gesorgt hat, alles im Konsens zu sehen. Ja, da wird auch nicht groß gelesen, worüber man dann abstimmt. Das muss ja ganz schnell gehen und es ist ja auch alternativlos. Daran hat man sich gewöhnt. Wir haben eine Konsensdemokratie. Mhm. Es gibt nur eine Opposition. Ja, das sind die Schmuddelkinder. Also, ja, das ist auch gut, dass es die gibt. Da kann man sich so schön von abgrenzen. Da ist die böse AfD und wer mit der stimmt, der ist verloren. Egal, ob da vielleicht auch mal was Intelligentes, was Gutes, was Richtiges, was Zustimmungsfähiges gesagt und vorgeschlagen wird. Ja, so ja, aber das, ist das, die Entmachtung des Parlaments, das haben wir schon seit Jahren. Aber Sie haben ein Kunststück vollbracht, das ich nicht genau nachvollziehen kann, wie Sie das gemacht haben. Es ist sehr raffiniert, ich darf mich ja jetzt hier ein Linker nennen, für mich macht das durchaus noch einen Unterschied, aber das ist um Gottes Willen jetzt nicht wichtig. Die haben es geschafft, dass wenn Sie meinen Namen googeln, kommt als erstes oder zweites Walter von Rossum und AfD. Und wenn Sie dann AfD anklicken, kommt nichts. Also da, wenn Sie dann diesen Vorschlag nutzen und dann gucken, was hat denn der Van Rossum alles mit der AfD zu tun? Der hat gar nichts damit zu tun, der hat auch die nicht mal besonders kritisiert. Das ist für mich, war nie das ganz große Thema. Trotzdem haben sie es geschafft, eine Vielzahl von Leuten, die also jetzt in dieser Pandemie sich skeptisch äußern, vorsichtig äußern, kritisch äußern, nach ganz rechts außen, also zu den Querdenkern und den Reichsbürgern und so weiter und so weiter. Das ist eine Meisterleistung. Also ich sehe mich damit konfrontiert, als Rechtsextremist gehandelt zu werden und möglicherweise demnächst auch irgendwie angeschossen zu werden. Das ist tatsächlich ein geheimnisvolles Ding und mir ist es auch schon aufgefallen. Ich habe noch niemanden gefunden, der es mir wirklich erklären kann. Ich lade bei der Gelegenheit alle Hörer mit verstärktem IT-Wissen ein, mir zu erklären, wie es möglich ist, dass bei meinem Namen genauso und bei ganz vielen der Suchvorschlag AfD automatisch dabei erscheint. Könnte genauso gut SPD oder CDU. Ich habe in meinem Leben über die anderen Parteien mindestens genauso viel gesagt, geschrieben, gelästert, auch mal was Positives vom Stapel gelassen. Also die gemeinsame Geschichte mit den anderen Parteien ist sicherlich bei meinem Namen noch viel länger. Aber trotzdem, es kommt automatisch AfD dazu. Ne? Bei mir könnten die Grünen stehen, aber nein, es steht AfD da. Ich glaube, das ist kein Wunder der Technik. Man muss einfach die Algorithmen so lenken, dass jede Art skeptische Äußerung rechtsextrem, also AfD, verbucht wird. Dann hat man das ganz schnell geschafft. Aber es hat schon was beängstigend, wie das gelingt. Und es klärt natürlich auch, wie diese sonderbare Innenministerin, warum die den Kampf gegen den Rechtsextremismus für das Wichtigste hält. Weil das sind die einzigen Feinde, die sind da jetzt noch gebündelt. Ich bin ja auch ein Rechtsextremist oder ein Reichsbürger oder sonst irgendwas in diesen Augen. Querdenker hat überhaupt keine Genauigkeit mehr in keiner Hinsicht. Aber sie haben eine Gruppe identifiziert und rechnen dieser Gruppe alles zu, was unangenehm ist. Und da finden wir uns nun jetzt alle wieder. Diese verdeckten Zurechnereien, wir haben gerade drüber gesprochen, in Sachen Impfstatus, nicht wahr? Da werden also die mit dem unklaren Status, werden in der Statistik gleich als Ungeimpfte gezählt und dann ans Publikum entsprechend verkauft. Hat mich auch erinnert an die Kriminalstatistik. Denn da wissen wir ja auch, Verbrechen gegen Migranten, also irgendwelche Angriffe dieser Art werden automatisch, Herr Vosgerau, wissen Sie wahrscheinlich mehr darüber, werden automatisch als rechts katalogisiert, auch wenn sie zum Beispiel von Migranten selbst, was ja in den allermeisten Fällen so ist, begangen werden. Es gab sogar vereinzelt Ansätze, dass man gesagt hat, in Brandenburg war das, glaube ich, mal in der Diskussion, dass man sagt, alle Straftaten, von denen wir nicht wissen, warum sie begangen worden sind, gelten zunächst mal als rechtsextrem. Vor allem gilt auch jede Hakenkreuzschmiererei gilt als rechtsextrem. Also wenn man Hakenkreuze an das Wahlkreisbüro der AfD malt, dann geht das als rechtsextreme Tat in die Statistik ein. Das ist durchweg grotesk, klar. Und das dient natürlich nur der Erhöhung desjenigen Anteils, den man um jeden Preis dämonisieren will, um von allem anderen abzulenken. So, wir haben am Anfang von der Impfpflicht gesprochen und wir haben einen Punkt noch übersehen, den möchte ich gerne nochmal ansteuern. Und zwar hat sich der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann ein juristisches Gutachten schreiben lassen, das es wirklich in sich hat. Ich weiß nicht, ob ihr es schon sehen konntet. Ich habe zum ersten Mal durch den Blog von unserem Kollegen Norbert Hering davon erfahren. Also das ist schon eine sehr krasse Sache, weil dieses Gutachten, es kommt von einer Rechtsanwaltschaft,
Rechtsanwaltskanzlei Oppenländer. Ihre Kollegen, Herr Vosgerau, kennen Sie die? Die kenne ich ganz gut, weil ich bin ja ziemlich viel vor den Verfassungsgerichten unterwegs. Und gerade wenn ich beim Verfassungsgerichtshof in Stuttgart bin, dann wird immer Oppenländer gegen mich aufgeboten. Ich kenne längst den Verfasser nicht persönlich. Bei mir kommt immer der Kollege Lenz. Aber ich kenne die ganz gut, ja. So, und da ist also gleich vorneweg das, was wir als schlimmste faschistische Untergangsfantasie unterm Herzen tragen, nämlich, dass wirklich bewaffnete Leute kommen, halten sie fest, Arm wird hochgekrempelt und dann festhalten und dann zwangsweise geimpft. Da finden die Herrschaften Oppenländer, das sollte man besser nicht machen, wegen Unverhältnismäßigkeit und, verstehe ich sehr gut, wegen des Bildes in der Öffentlichkeit. Aber alles darunter ist in Ordnung. Und da ist einiges, ne? 25.000 Euro Strafe zum Beispiel, wenn man sich nicht impfen lässt. Ich meine, auf die Dauer hält man das nicht aus. Ich meine, wer hat denn die 25.000 auf der Seite liegen? Ne? Ja, nicht nur einmal, ne? Weil es ist schon die Möglichkeit erwogen, dass dieser Straftatbestand erneute Erfüllung finden könnte mit jeder weiteren Impfpflicht, also Booster 1, Booster 2, Booster 3 und so weiter ad infinitum. Also es werden einfach Tranchen von 25.000 Euro fällig, bis der Mensch kaputt ist. Aber weißt du, das irritiert mich auch schon wieder. Als ich noch sehr viel linker war als heute, war es doch ganz klar, wir kritisieren so etwas. Wir kritisieren die Übergriffigkeit des Staates. Meine Güte, was gab es für einen Aufstand gegen die Volkszählung? Habe ich übrigens damals nicht sonderlich verstanden. Man muss schon wissen, mit welchen Zahlen man umzugehen hat, wenn man Politik machen will. Aber das hier wird hingenommen. In der Tat. Ich wollte auch schon Volkszählung sagen, weil das ist aus heutiger Sicht, was es damals in den frühen 80er Jahren für eine Grundrechtssensibilität gab. Ich habe den Protest gegen die Volkszählung auch nicht verstanden, weil das wirklich sehr harmlos war und es war alles anonymisiert. Es war zu erkennen, dass man mit diesen Daten eigentlich kaum Schindluder hätte treiben können. Der Staat wollte einfach wissen, wie viele fahren mit dem Auto zur Arbeit und wie viele kochen mit Gas, solche Sachen, rein statistisch. Aber damals haben ja nicht nur die Leute gegen die Volkszählung protestiert, sondern das Bundesverfassungsgericht hat ja dann eben auch die erste Volkszählung verhindert. Und hat das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung erfunden, weil es eben gesagt hat, der Staat darf nicht mal die theoretische Möglichkeit haben, also in dieser Weise über die Daten seiner Bürger zu verfügen. Und was ist das für ein Unterschied zu heute, zum ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts, der sich ja am 30. November also faktisch aus dem Grundrechtsschutz eigentlich zurückgezogen hat? Das fasziniert mich auch ungeheuerlich, ja? Jetzt soll es ein Impfregister geben, ja? Muss es technisch geben, weil man ohne Impfregister könnte man ja gar keine Impfpflicht durchsetzen. Die wissen ja derzeit gar nicht, wer geimpft ist und deswegen ist das sozusagen logisch. Und so ganz kann man ja der Identität der Geimpften oder der Zuimpfenden nicht sicher sein, wenn sie nicht auch wirklich einen Chip unter die Haut gepflanzt bekommen. Leuchtet mir alles total ein. Da wir ja schon alle etwas ältere Semester sind, ist es immer interessant zu sagen, wie hast du es denn früher gesehen? Und jetzt bei Volkszählungen, da denke ich auch sofort um ein paar Jahrzehnte zurück. Walter, warst du damals gegen die Volkszählung oder war dir das Wumpe? Oder? Ja, ich war dagegen. Ich habe einfach das Potenzial gesehen. Was man, wenn man heute an die NSA denkt, ist das ja durchaus berechtigt. Ist übrigens auch ein Thema, über das kein Mensch redet. Das ist die Abhöraktion, von der wir damals, wenn du ja auf unserer Jugend anspielst, gelernt haben, das wäre sozusagen die Grundarchitektur des Totalitarismus. Also diese Abhöraktion, die die NSA global eben betreibt. Und das ist ja keine Spekulation, schon gar keine Verschwörungstheorie. Es ist eine richtige Verschwörung gegen den Rest der Welt. Und das interessiert keinen. Und die Möglichkeit, sozusagen durch Datensammeln sehr unangenehme Erscheinungen hervorbringen zu können. Die habe ich damals gesehen, ohne über das vielleicht nötige Wissen zu verfügen. Ich weiß aber auch, und da gebe ich Ihnen beiden recht, dass das, um was es damals ging, aber es war eben auch die Zeit des Terrorismus von Herrn Herold, der bestimmte Fantasien entwickelte über informationelle Polizeiarbeit und Datensammeln und so weiter, dass der Einspruch berechtigt war. Aber das sind sowieso Zeiten, die man, da können Sie eigentlich nur mit alten Leuten drüber reden, also die jungen Leute sagen, wovon reden die? Wir haben ja damals auch Fernsehsendungen, wir haben Parlamentsdebatten gehört, die ganzen Nachmittage lang. Da gab es auch einen Pluralismus, von dem kann man heute gar nicht mehr. Den gab es vielleicht in den 90er Jahren zum letzten Mal, als es um den Krieg gegen Serbien ging. Da gab es noch eine Diskussion, die ich wirklich breit nennen würde und auf dem Feldherrnhügel der Zeit standen dann der Habermas und so und auf der anderen Seite die und da wurde deutlich diskutiert, wenn Sie das heute jemand erzählen. Sagen wir, wovon reden die Menschen da? Naja, da wurde also, deutlich diskutiert. Also ich weiß, ich bin da als Polizistin durch die Gegend gejagt worden. Es war auch nicht sonderlich lustig, obwohl ich gerade, was den Kosovo betrifft, also durchaus kriegsvölkerrechtliche Einwände hatte. Ich komme nämlich vom Kriegsvölkerrecht und nicht vom Völkerrecht. Ja, gut.
Ja, also ich muss sagen, ich bin als junger Mann, als junger Verfassungsrechtler an konservativen Lehrstühlen, so Schäubles Nachtlektüre damals, und mit der Perspektive, möglichst bald einen Lehrstuhl, am liebsten in Bayern, bin ich eigentlich eine Art schwarzer Sheriff manchmal gewesen, also so CSU-Linie. Und das ist heute total vorbei. Also seit diese Entwicklung der Politik, etwa seit 2010, wo sich der politisch-mediale Komplex so zu schließen beginnt, es keine wirkliche Opposition mehr gibt. Und erst recht, seit ich eben dann doch verstärkten Kontakt zur letzten Oppositionspartei habe, bin ich eigentlich jetzt erst zu einem wirklich überzeugten Liberalen geworden, weil mir eben völlig klar ist, wie sehr wir den Pluralismus brauchen und wie sehr wir eine Opposition brauchen mit Bewegungsfreiheit. Das ist eine interessante Veränderung. Ich bin Richterstochter und bin also mit dem Satz meines Vaters aufgewachsen: Es gibt keine Gerechtigkeit, aber es gibt ein Urteil nach Recht und Gesetz. So. Das fand ich irgendwie total prima, weil Gerechtigkeit, ich meine, als idealistischer junger Mensch möchte man, dass Gerechtigkeit waltet, aber das überschätzt das menschliche Maß. Und das fand ich einfach toll. Was ich heute erlebe, ist tatsächlich die Abkehr von rechtsstaatlichen Maßstäben. Das erschreckt mich zutiefst. Und gut, ich will das nicht alles auf Frau Merkel schieben, aber jemand, der tatsächlich sich hinstellt und sagt, etwas ist alternativlos, der ist totalitär, sonst gar nichts. Und irgendwie hat sich das so eingespielt hier. Die großen Menschheitsfragen, Rettung des Klimas, Kampf gegen das Virus, diktieren plötzlich unser Handeln. Ja. Also nicht Recht und Gesetz, sondern die ganz großen Dinge. Und da gibt es keine Alternative. Es ist alternativlos, das kann nicht verhandelt werden. Es gibt keinen Kompromiss. Und damit ist natürlich auch das Parlament unnötig und letztendlich natürlich auch Recht und Gesetz. Denn wenn das alternativlos ist, dann muss man handeln. Also, dass wir mit der letzten Kanzlerin da jemanden hatten, der sich einfach um Recht und Gesetz futiert hat und im Zweifelsfall die Ärmchen in die Hüfte gestemmt hat und die Backen aufgeblasen hat und dann immer gesagt hat, ja, ist jetzt einfach so. Das wissen wir. Das war die Herrschaft des Unrechts. Von wem kommt denn gleich diese Formulierung? Sie ja, das Herr Forster auch gerade. Seehofer hat nie Tantiemen bezahlt übrigens. Für wie viel hätten Sie es denn gewollt? Da hätte schon ein symbolischer Preis genügt. Und ich sage auch, um das mal kurz anzufügen, wie der Herr Seehofer den hätte leisten können. Als ich dann etwas später bei der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hildrup wieder rausflog, aufgrund meines Artikels im Cicero, wo dann diese Überschrift Herrschaft des Unrechts drüber stand, weil ich angeblich zu einseitig sei, da habe ich dem Seehofer einen Brief geschrieben, habe gesagt, du musst irgendwas unternehmen. Die sitzen ja im Beirat. Bundesland Bayern hat 2 Vertreter im Beirat der Polizeihochschule. Die können mich doch nicht rausschmeißen wegen einer Äußerung, die du bekannt gemacht hast, ja? Da hat er aber nicht so wirklich drauf reagiert. Also, wir wollen es vielleicht ein bisschen optimistischer jetzt zum Schluss noch ausklingen lassen, denn immerhin hat ein Gericht in Niedersachsen die 2G-Regel im Einzelhandel gekippt. Wie seht ihr das? Das freut mich sehr. Weiter sehr gut. So, mehr. Ich lehne ja eigentlich die bei Journalisten so beliebte Ohrfeigen-Metapher im Zusammenhang mit Gerichtsentscheidungen ab. Aber wenn ich sie nicht ablehnen würde, würde ich doch sagen, das ist eine Ohrfeige für das Bundesverfassungsgericht. Denn das OVG Münster hat hier mal gezeigt, wie man eben mit solchen 2G-Regelungen rechtlich richtigerweise umgehen muss. Wir haben hier in der Vergangenheit bei Gerichten und jetzt zuletzt auch beim Bundesverfassungsgericht geradezu Anfängerfehler gesehen bei der Anwendung des Verwaltungsrechts. Da wird freihändig sozusagen das Recht auf Leben gegen das Recht auf Einkaufen abgewogen und man kommt überraschenderweise zum Ergebnis, das Leben sei wichtiger. So geht das aber nicht, sondern man muss differenziert prüfen, man kann gar nicht abstrakt abwägen, wie das OVG Lüneburg jetzt getan hat. Man fragt ganz einfach, ist es wirklich erwiesen, dass ein Einkaufsverbot für Ungeimpfte, wenn es ohnehin schon eine Maskenpflicht gibt, so viel beiträgt zur Infektionsverhütung. Und das ist eben nicht dargetan. Das Gericht hat auch insbesondere kritisiert, dass das Bundesland Niedersachsen überhaupt keine Forschungen unternommen hat, um das mal irgendwie herauszuarbeiten, wie denn da die Sachverhalte sind. Und außerdem war natürlich auch deswegen diese 2G-Verordnung im Einzelhandel aufzuheben, weil sie ja vielfach durchbrochen ist. Also Lebensmittel und Bedarfsgegenstände kann man auch so kaufen. Es durften auch Elektrogeräte verkauft werden und auch Blumenläden durften aufmachen, nicht aber Baumärkte. Also die durften keine Ungeimpften reinlassen. Und da ist eben auch nicht klarzulegen, wo die Begründung für diese Ungleichbehandlung eigentlich liegt, warum man in Baumärkten geimpft sein muss und in Blumenläden nicht. Und deswegen war das Ganze eben willkürlich. Also so wie das OVG Lüneburg es gemacht hat, müsste man es eigentlich machen. Und so müsste es vor allem auch der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts machen, der im Gegensatz zum OVG Lüneburg ja zum Essen eingeladen war.
Und eine willkürliche und begründungslose Ungleichbehandlung scheint mir ja nun auch beim Böllerverbot vorzuliegen. In 12 Tagen ist Silvester und ich kenne eine ganze Menge Kinder, die himmeltraurig sein werden, weil sie nicht ihre geliebten Knallfrösche und sonstigen Raketen abfeuern können. Die Bild-Zeitung hat schon gefragt, ob das jetzt eigentlich immer so sein wird. Ich kann es mir vorstellen. Also Böllerverbot forever? Also komm, sei doch mal ein bisschen klimasensibel. Natürlich Böllerverbot. Ja, darauf müssen wir uns einstellen. Walter, ja, böllerst du gern? Ehrlich gesagt, ich war über 20 Jahre lang Silvester nie hier, außer vor 2 Jahren zum ersten Mal. Ich war derartig erschrocken, weil wir hier so etwas erhoben leben, also sozusagen am Hügel. Und ich hatte den Eindruck, war im Krieg. Man hörte von Köln her ein Dauergeschoss und mich hat das total erschrocken. Aber das ist jetzt hier in dem Zusammenhang nicht weiter wichtig. Mich interessiert diese Frage des Totalitarismus, diesem real existierenden Totalitarismus, in dem wir alle stecken. Und wie kommen wir da raus, Cora Stephan? Was Sie da gesagt haben, ist ja völlig richtig. Nur ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so viele Instanzen wegbrechen vom Rechtssystem und auch ehrlich gesagt die Intelligenzszene, die sich ja unendlich immer bemüht, bei der Definition von Realitäten eine Rolle zu spielen und sich da irgendwie wichtig zu machen, die einfach in Schweigen abtaucht und deren Hauptproblem darin besteht, dass sie wieder irgendwelche Bühnen aufmachen kann. Für mich sind diese Bühnen jetzt nochmal wirklich richtig uninteressant geworden. Wo sind alle diese Leute? Wir streiten uns untereinander, das finde ich ja noch ganz lustig, dass da wenigstens mal ein bisschen Debatte, aber sonst, wo sind die alle geblieben? Also ich kenne viele Leute, die sind wirklich kluge Leute und ob sie nun zustimmen oder nicht, nein, sie halten einfach das Maul. Sonst mischen sie sich bei jeder Frage ein und finden das auch ganz wichtig, dass die Kultur und die Kunst möglichst ganz vorne dabei mitmarschiert und dass sie also Realitätsbezug hat und so weiter. Und jetzt sind sie einfach alle stumm. Sie kommen ja hier mit Hass und Hetze und die Ungeimpften sind Mörder und was weiß ich auch immer. Das sind aber Minderheiten. Aber wenn Sie sich an diese Debatte in den 90er Jahren, wo wir bestimmt auf verschiedenen Seiten gestanden haben, erinnern, nicht da ja oder nein, man bezog zu dieser NATO-Frage Stellung, selbst dann Peter Handke und andere poetisch gesonnene Menschen. Aber wo sind die alle geblieben? Also diese Art von Ignoranz, von Weggucken und wie oft ich das jetzt gehört habe von Leuten, die ich immer für geistreich und für sensibel gehalten habe, das ist eine Glaubenssache oder so. Ich sage, ach du lieber Schreck. Also ich sage nicht Totalitarismus, ich sage auch nicht Diktatur, das am allerwenigsten, das wäre ganz verkehrt, aber ich sage schon Postdemokratie. Und in der Tat habe ich vielfach den Eindruck, dass schon der Gedanke der Demokratie nicht mehr wirklich verstanden wird. Das hängt auch mit dieser langen Kulturrevolution zusammen. Das hängt mit den Grünen zusammen in allen Bildungsinstitutionen, die die Demokratie noch nie wirklich verstanden haben, die immer schon gesagt haben, es gibt nur eine Wahrheit und nur eine Moral und mit der kann man nicht diskutieren. Das erleben wir jetzt in diesen vielen Sätzen, mit dem Virus kann man nicht diskutieren, mit dem Klima kann man nicht diskutieren. In Westdeutschland scheinen mir große Mehrheiten die Grundrechte eigentlich kaum zu vermissen. Es scheint regelrecht erleichternd zu sein, dass endlich jemand kommt und einem sagt, wo es lang geht. Wenn die Demokratie nicht mehr verstanden wird und wenn eben das Bedürfnis nach Freiheit nicht mehr da ist, denn das demokratische System setzt eben Bürger voraus, die vor allen Dingen frei sein wollen, die nicht in erster Linie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wollen oder die nicht in erster Linie auf der moralisch richtigen Seite sein wollen, sondern die vor allen Dingen erstmal sagen, ich will meinen Freiraum haben, damit ich selber entscheiden kann, was für mich das Beste ist. Und wenn eben dieser starke Wunsch nicht mehr da ist, der ja in vergangenen Geschichtsepochen mal prägend war, dann erlischt die Demokratie ganz von selber. Gott sei Dank haben wir noch Leute mit DDR-Erfahrung. Das ist manchmal wirklich mein Trost, so Ex-Oriente Lux, die sowas von die Antennen ausgefahren haben und all diese Töne, Zwischentöne, diese Sprachregelungen ganz fein aufnehmen und sich dagegen sträuben. Das beruhigt mich immerhin. Ich meine, ich habe vor 40 Jahren mal beim Westdeutschen Rundfunk angefangen. Da wurde intern unendlich viel gestritten und man bekam sozusagen einen Bonus, wenn man eigensinnig war und man war dann noch anerkannter. Und heute haben sie da einen Laden, da sind die Flure leergeräumt. Da ist gar nicht mehr möglich, einen anderen Gedanken zu haben, als den, der hier angesagt ist. Und ich würde nicht mal behaupten, dass man irgendeine Art Führerbefehl braucht oder sowas, der normale Journalist von heute
Leute, weiß, was er zu tun hat und was er zu sagen hat und was er zu denken hat und was er gar nicht wahrnehmen darf. Und wenn man das sieht, also wie solche Firmen vollkommen auf die Grundmauern zurückgestutzt sind und in denen sich nichts bewegt. Also man könnte doch einfach mal sagen, kann man doch anders sehen oder so die Rolle von dem oder das Virus oder dieses Minimum an Diskussion ist vollkommen einem Konsens, ich kann das nur noch quasi totalitär nennen, gewichen. Und ich bin verblüfft, ich habe da 40 Jahre mal gehaust in diesem ganzen Zeug, jetzt bin ich da ja auch Gott sei Dank rausgeschmissen worden. Aber man kann nur zugucken und sehen, wie ist das möglich? Aber dieser Konsens ist gleichzeitig nach außen gerichtet, also auf eine Art und Weise gehässig, das finde ich unglaublich. Ja. Also ja. Wir hören ja immer, also die armen Politiker werden beschimpft von rechts. Ja, ich bedauere das auch, das ist nicht toll, aber ich erlebe eher etwas anderes. Und das kommt von den gutmeinenden, wohlmeinenden, moralisch gefestigten, grün-links-denkenden. Das ist schon verblüffend, ehrlich gesagt. So, das war In Dubio, der Podcast für die Analyse des nicht für möglich Gehaltenen. Ein Podcast, der Freundschaften stiftet oder anbahnt, wie Sie vielleicht gehört haben an den zärtlichen Aufeinanderzubewegungen von Cora Stephan und Walter von Rossum, die früher bestimmt auf ganz anderen und verschiedenen Seiten gestanden haben. Danke an euch beide fürs Mitreden. Danke auch. Du willst doch nur die Mitgift haben. Ulrich Vosgerau, heute am 19. Dezember 2021. Die nächste Folge mit der Nummer 190 ist dann schon die Weihnachtsausgabe am kommenden Donnerstag. Dann gibt es ein Interview mit dem größten Entertainer unter den deutschsprachigen Chefredakteuren, nämlich mit Roger Köppel, dem Verleger und Chefredakteur der Weltwoche, der mit seiner täglichen Morningshow Weltwoche Daily neue Maßstäbe des Polit-Talks gesetzt hat. Ihn werde ich versuchen, auch von seiner privaten Seite zu zeigen. Und ganz zum Schluss noch eine Überraschung von unserem heutigen Unterstützer, den Ferienwohnungen Königsschlaf in Konstanz. Wer in den nächsten Tagen nämlich schon mal buchen möchte, der sollte das Stichwort In Dubio mit eingeben. Dann gibt's nämlich 20% Preisnachlass exklusiv für In Dubio-Fans. Die Ferienwohnungen finden Sie unter www.königsschlaf.de oder geben Sie einfach Königsschlaf in eine Suchmaschine ein. Das Tolle ist, Königsschlaf gibt's nur einmal. Vielen Dank für Ihr Interesse und allen einen schönen Sonntag.